lass die Finger von meinem Loot, Mann. Bist du bescheuert? Da drüben ist er. Vergreift er sich einfach an meinem Loot? Ich glaube, ich raste aus. Jeha! Schweinebacke! Hey! Also, das war's für dich! Zack! Zack, Junge, was war? Was war? Ganz ruhig, Boogie, ganz ruhig, nicht ausrasten. Also nicht komplett zumindest. Ja, sehr schön. Loot, loot, loot. Loot tut jedem gut. Das haben wir. Nehmen wir noch einen anderen Hauptmann kurz. Kommandanten, ist mir scheißegal, was sie für einen Rang haben. Die sind tot, Mann. Die haben null Bedeutung für mich. Null! Ja, im Grunde die Schätze habe ich noch nicht ganz geraubt. Ich muss noch die anderen Typen kurz ausfindig machen. Weißt du, lässt man dich raus und du kommst dann greifst einen an. Findest du nicht ein bisschen unhöflich? Der war da drüben nämlich irgendwo. Ja, genau, die zwei. So, sehr schön. Und der Typ am Eingang noch. So, jetzt gehen wir zu unserer eigentlichen Mission wieder zurück. Halt, wir gehen da raus. Ist, glaube ich, bequemer. Plätze? Ach, schön, wo die immer herkommst. Das wäre doch cool, wenn es hier auch noch so eine Nebenmission gäbe wie damals in Witcher. Wäre vielleicht ein Copy-Paste, aber hey, ist das so scheißegal. Hier geht es einfach nur noch im Gag. Wow. Macht euch nicht die Hände schmutzig, Harry. Bleib bei mir. Ich mach dich kalt! Hey! Jeha! Ha! Dezent erledigt. Wir können aber auch wieder. Alter, wir kommen auf die Pyramiden drauf zu. Machen wir das mit den Pyramiden noch einfach mal kurz. Warum nicht? Wenn wir gerade schon unterwegs sind. Ich lauf mal da rein. YOLO! Oh, Sackgasse. Was? Doch, hört gerade an. Ich habe das Gefühl, wir müssen da raufklettern. Oder hier gibt es irgendwo einen Eingang. Ja, das sieht hier gut aus. Wow. Guckt mal, die waren verputzt früher. Hallo. Kletterst du mal? Danke. Da oben sieht es nämlich lückenhaft aus. Oder auch nicht? Der Stein sieht komisch aus. Genau rüber, da ist ein Eingang, ich hab's gewusst. Und jetzt hoch mit der Bayer gehe. Ja. Finde ich, Kalis jetzt versteckten Hügel in der westlichen Pyramide. Hä? Ja, ja. Komme ich da aber rein? Hm.
Ist auch das, was ich nicht verstehe. Oh, da drunter vielleicht. Nicht ganz. Ah, perfekt. Hier, mach mal an. Danke. Och. Vielleicht die Pyramide, das wird jetzt interessant. Okay, da passiert nichts. Check nur schon mal ab, ob hier irgendwo Loot sein könnte, ne? Ja, mach einen, danke. Ja, aber wir gucken uns erstmal kurz noch die Etage hier an. Re, Schöpfer, er der Lenker von Madiet, Bezwinger der Schlangenapophis, Träger von Schnurrhaaren, Schützer des heiligen Baums Ishet, der hart gekämpft hat in Juno. In der Nacht, in der die Feinde des Nebertrechters vernichtet wurden. Wir beten dir deinen Sohn Menkaure auf, dass er an deiner Seite wandeln möge. Ah, wie süß. War ja das, ne? Ja, genau. So. Ah, da geht's weiter. Perfekt. Für die göttlichen Königin Menkaure. Er mit den goldenen Augen von seinem Volk geliebt. Herold der safranfarbene Sonne. Nimm diese Geschenke an, auf dass sie deinen Geist beruhigen. Mögest du jenen, die sie dir darbringen, vergeben, dass sie zuließen, dass deine Ruhe gestört wurde. Du hast unserem Volk Reichtum und unserem Land Frieden gebracht. Kleopatra, Königin von Ägypten, Mutter des Nils, erweise ihre Ehrerbietung, gewähre uns deinen Segen. Okay. Und das war das schon? Echt jetzt? Finde die antike Tafel. Das war ja das, ne? Aber das war's ja nicht, was wir suchten. Das war der Weg, wo man regulär runtergehen kann. Müssen aber ein bisschen... Ah! Aha! Nichts ist vor mir sicher. Nicht vor dem Looter King. Mach mal an. Da geht's auf jeden Fall noch hoch. Wenn ich hier reingehe, geht es in der Richtung noch weiter. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, ich habe es übersehen. Ach, das war die Fackel.
Ne, jetzt in dem Teil des Schiffes ist definitiv nichts mehr. Das heißt, wir müssen irgendwo außerhalb noch was anderes finden. Ist halt auch nix, ne? Ein guter Magi. Sehr guter Junge. Hebt sich wenigstens fest. Achso, ja, ist ein bisschen hoch, aber komm. Muss ich da vielleicht ganz hoch, weil oben scheint auch noch eine Lücke zu sein. So, ansonsten, warum soll ich denn bitte ansonsten so weit hochklettern können? Versaus halt. Versaus, Magi. Ist okay. Ach, Bayek, Bubbel. Dass sie so fett dran festhalten können, aber nein, du meinst mir wieder zu gut, ne? Genau, und jetzt rüber und dann hoch. Hier oben ist nichts mehr, schade. Krieg ich dafür ein Achievement wenigstens, wenn ich ganz hochkletter? Naja, wir können eine Lücken sehen wenigstens. Theoretisch. Da unten ist aber ja ein Deck gehabt, aber da muss es doch irgendwo noch weitergehen. Glaubt ihr, da ist ein unterirdischer Gang oder so? Gucken wir mal. Lass los! Rutsch! Ob das deine Sohle glüht? Das ist alles so merkwürdig, meine Assis. Ja, du alte Dampflok. Okay, gut, bei der Hitze kann ich verstehen, dass man schnauft. Wie komme ich da aber rein? Da ist nicht noch eine Pyramide, die man beobachtet. Oder? Kriegt der kleinen Hitzschlag? Doch nicht. Weil da waren wir drin. Das ist der einzige Eingang ist, muss es ja irgendwo noch einen Weg geben. Ich schau mich nochmal um. Kann nicht wahr sein. Irgendwo eine Lücke. Da geht's eigentlich hoch, ne? Das einzige Ding, wo ich hoch kann, aber... Gut, ich könnte jetzt mal probieren, ob ich es zerschlagen kann, aber ich weiß es nicht. Okay, gewonnen. Hallo. Die gleichmütige himmlische Göttin Kamaren
Shamarendra Beti, zweite Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten. Sie, die den Horus und Seth schaut. Große des Hethes Zepter, die große an Gunst ist. Priesterin des Diotus, Priesterin in der Hathor, geliebte königliche Gemahlin. Leibliche Tochter des Königs, Fürstin und große im Palast. Geehrt durch den großen Gott. Sehr schön. Noch mehr Text. Dieses. Sekunde, ich muss was trinken. Und was auffüllen. Was ist meine Auffüllflasche? Da ist meine. Oh Gott, ich bin so weit weg. Dies ist in Safran getauchter Kammer des Menkaure, damit er mit seinem K zurückkehrt, um zu der sterblichen Welt zu sprechen. Sieht, wie sehr wir ihn geliebt haben. Ich habe schon abgestottert geredet. Komisch, ne? Hm. So. Ja, flieg halt um. Ich hab gefunden. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Mhm. Habe fertig. Da kam ich her. Und das kann ich jetzt wegschieben, oder? Ja. Bleibt es offen? Ja, es bleibt offen zum Glück. Schmeiß die Fackel weg. Oder steck sie ein. Jetzt kann ich meinem eigentlichen Ziel nicht mehr wieder hinterher gehen. Heieiei. Spring! Okay, dann nicht. Plätze. 2.0. Dankeschön, feiner Junge. Wir müssen eher aus Romuskari die nächste Pyramide machen wir anders mal. Das ist ja gerade gut. Habe ich den Brandfall jetzt nicht gehabt, hätte ich halt ausgesehen. Da würde ich ihm mit der Fackel zuhauen können im Gegenzug. Wir müssen erst rumlaufen. Ich sehe irgendwo da oben. Ja, eine Frage, was ist da? Ach jo. Nur so ein Lager. Aber die haben kein Alarmteil. Nein, haben sie nicht. Hm. Ach, wenn wir schon mal da sind. Plätze, wart mal wieder. Dankeschön. Raf ist hier. Wie viel drehen wir die halt von hinten? Scheiße, wir keine Pfeile selber herstellen können. Das wäre toll. Wobei, die finden wir nicht überall. Oh, der ging auch fett daneben. Ich kann nichts finden. So. Dieser Ort wird schwer bewacht. Was? Wurde, Bayek, wurde. Wir reden gerade von der Vergangenheitsform. Wurde schwer bewacht, mein Freund. So, den Hauptmann müssen wir auf jeden Fall looten. Weil noch gut Stuff und alt, Kehrseite. Komischer Bogen da. Qualität ist zwar relativ wichtig, aber ich finde immer die DPS, die ist am wichtigsten.
Was war denn das für eine verschiedene Perspektive? Im Sanktum ist was drauf. Nö, ist aber nix. Die haben abgeschlossen, ne? Ups, perfekt. Gut, die können wir noch Plätze holen. Und da kommt auch schon. 2.0. Und dann kommen wir jetzt hochklettern. Perfekt. Ne, ich hab gedacht, wenn es gleich nicht ist, jetzt weiß ich nicht, was mit. Da haben wir es hinter uns. Oh. Jo, ganz ruhig, Brauner. Also, ich komm später auf dich zurück. Teleportiere dich gleich mal wieder. So, wir wollen jetzt mal ins Karriere rumlaufen. Schauen wir nochmal, dass wir da ein bisschen abkürzen können. Was war eigentlich unsere Aufgabe? Also, Versteck in den Hügeln westlich der Pyramiden. Gute. Kriegen wir hin. Den fülle ich hier mal kurz von oben herab. Ja, schöne Möglichkeit haben. Das ist halt schon ein bisschen arg brutal, wie wir das einstellen. Hier hinbau. Das ist also die Höhle der Hyäne. Aber keine Spur von Chalisset. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Mhm. Irgendjemand scheint hier zu wohnen. Ein Brief. Er trägt das Symbol der Schlange. Chalisset. Chalisset arbeitet mit dem Orden zusammen. Und sie wissen nicht, dass sie Kieselglas für sich behalten hat. Chalisset. Was wäre das Risiko wert, den Orden zu täuschen? Chalisset, wir haben lange nichts von dir gehört. Wir hätten längst weitere Relikte erwartet. Keines der bisherigen Stücke hatte irgendeinen Nutzen. Wir ließen dir weitere Drachmen schicken. Falls du irgendetwas auf den Märkten kaufen musst, es wäre uns am liebsten, der Verdacht auf einen anderen Ort zu lenken, bis wir uns offen zeigen können. Falls das Kieselglas zur Neige geht, wie du behauptest, müssen wir einen neuen Fundort suchen. Wir erwarten, dass du einen für uns finden wirst. Schicke deine Antwort über die Blüchenkanäle. Ach, die Hyäne hat Hilfe geholt. Cool. Hallo. So. Jetzt mal weiter looten. Ah, interagieren. Hier hat Chalisset geschlafen. Geschützt vor den Sandstürmen. Die Lotusblume der Wiedergeburt. Die hat sie sicher nicht ohne Grund gepflückt. Ah! Sie darf mich nicht kriegen! Entspann dich! Ati, du Ayu! Gnade! Hab Dank, Magi! Die Hyäne! Wo ist sie? Ich weiß nicht. Ich bin der Letzte. Die anderen hat sie schon vor Stunden geholt. Wo sind sie? Sie bringt sie um! Ich weiß es! Sie! Ihre Hände! Oh Götter! Ihre Hände sind voller Blut! Frieden, mein Freund. Du bist frei. Ich kümmere mich um Chalisset. Wo bringt Chalisset die Gefangenen hin? Und warum? Ah, da oben noch. Hallo. Warum sollte sie eines ihrer treuen Tiere einsperren? Da
Damit ich's looten kann, Mann. Ganz einfach. Ah, halt, warte. Oder es soll es bewachen. Hiobs Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Ah, sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Ein Zeichen der großen Cheops-Pyramide, die vermutlich von Khalis angefertigt wurde. Sie scheint besonderes Augenmerk auf etwas zu legen, das sich unter dem Grab befindet. Yay, level up, 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 baby, up. Ich habe leider nicht mehr so viel Schuss, aber die Viecher müssen wir noch killen. Okay, zu langsam. Hallo? Hallo? Ach, hat euch die Rennen weiter, verdammt. So. Jetzt will ich meine Pfeile wiederholen hier. Huch, kommst nur her. Ah, Schlumpfhausen, bitte sehr. Plündern. So, jetzt kommen wir jetzt mal Ausrüstung und alles. Jetzt auch noch mal nicht mehr reingeschaut. Fernkampfschaden bin ich immer noch für. Ja. Nahkampfwaffe, was machten die? 197. Mhm. 218. Geil. Kann man nicht. Schwere Keule 216. 218. Nee, Quatsch, was mache ich da? 197 kann weg, das Zepter kann auch weg. Dann habe ich das Sperrchen hier. Und dann B-Waffe, wählen wir die aus. Weil die eben nehme ich auch für andere Sachen. So. Aufladetempo. Das ist der Gescheite wieder. Ja, das sind die guten wieder. Ah, sehr schön. Behalte ich gleich mal. Ausrüstung. So, perfekt. Dann haben wir da was mehr macht wieder. 329, 331. Das lohnt sich aber nicht viel. 311. Nö. Das macht ja Schleichmodus-Schaden, Adrenalin beim Töten. Schleichmodus-Schaden hat er viel, viel mehr als weg. 617, ich weiß, er macht Damage, aber der Schrotgewehr-like und damit kann ich voll nicht umgehen mit den Dinger. So. Das, das, das. Da haben wir noch Schilde. 503. Fernkampfwiderstand. Ja. Fernkampfwiderstand und Feuerwiderstand. Das ist ein großes, ne? Ähm.
Sekunde. Eine Sekunde, wahrscheinlich macht ein kompletter Fehler. 650 Watt, Netzteil notwendig. Schau mal bei MSI auf der HP nach. Da steht das auch. So, sonst frittiert es nicht alles weg. So, dann haben wir das gleich erledigt. Das ist das Management. So. Perfekt, wunderbar. Okay, also dann, ist halt die Frage. Fernkampfwiderstand hat es halt zweimal, das macht zwar mehr. Ach komm, wir probieren es dann mit dem. Das andere heben wir mal auf. Das müsste ja ein großes sein. Ein fast großes. Das Schwert sieht geil aus, muss ich sagen. Ausrüstung. Was denn noch? Wir können das erhöhen. Ah, Pfeilmenge ist schön, das ist die Klinge. Ich mach 2000 Damage, Alter, das ist übel. Da brauchen wir nur noch viel. Erhöht Fernkampfschaden wieder. Dann wären wir hier auf Max, ne? Das frisst halt übelst Eisen weg. Braucht hier irgendwas noch gerade Eisen? Für das hier. Gut, komm, machen wir letzte Stufe. Gib ihm. Dann haben wir hier ultimativ maximale Pfeile 3,30, 9. Gut, okay, wir müssen da lang. Geht's hier raus? Ist aber auch schön. Ist nur ein Stein, okay.